One, two, a one, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, IAK. Die Entwicklungsagentur Kärnten wird gefeiert und das zu Recht. Schließlich blickt sie auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Zur Einstimmung wird ein eigener Cocktail im ERK-Design serviert, der Alpe Adria Blue. Damit es schmeckt, braucht es die richtigen Zutaten und die richtige Dosierung. Wie auch beim Erfolg der ERK. Also ich glaube, die Zutaten passen. Das Blau ist wahrscheinlich der blaue Himmel, der über Kärnten strahlt. Das heißt, wir haben eine wunderschöne Landschaft, wir haben tolle Ressourcen, wir haben in Wirklichkeit toll ausgebildete Menschen und die ERK hat das verstanden, zu verkaufen und zu vermarkten und ist deswegen ein nicht wegzudenkender Erfolgsfaktor für Kärnten. Die Dosierung ist immer wieder wichtig bei solchen Aktivitäten, wie es die ERK macht, dass sie auf den Punkt eher hochdosiert und genau fokussiert sind. Und ja, die denkt, dann muss er noch ein bisschen auffallen und nachher passt das schon. Ja, ich würde mal sagen, die Zuverlässigkeit, die Kompetenz und auch das Wissen von den Mitarbeitern. Die Dosierung ist bei der ERK ganz klar. Es sind drei wesentliche Bestandteile, nämlich die Betriebsansiedlung, die Bestandspflege und vor allem auch die Infrastrukturgesellschaft. Das heißt, diese drei wesentlichen Bereiche. Und wie gesagt, wenn da noch mit diesen Komponenten ein lichtes Blau herauskommt, freut es mich ganz besonders. Nun, es muss eine gesunde Mischung sein zwischen monetärer und nicht monetärer Wirtschaftsförderung und wir sind eben für die nicht monetäre Wirtschaftsförderung zuständig. Hier ist es vor allem eben eine Mischung zwischen Infrastruktur. Wir managen ja rund 48.000 Quadratmeter Immobilienfläche und über 1 Million Industrieparkfläche und auf der anderen Seite die Beratung für Unternehmen, sowohl für inländische als auch für Ausländische, die sich ansiedeln wollen, um eben neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende abzusichern. Das Ergebnis ist ein Cocktail, der schmeckt. Eine Erfolgsgeschichte made in Kärnten, die beim bunten Abendprogramm sichtbar wird. Diskutiert wird über die Vorzüge des Wirtschaftsstandortes Kärnten, Betriebsansiedelungen und Sonderprojekte. Ich darf der ERK zum 20-jährigen Jubiläum herzlich gratulieren und dem Land Kärnten zur ERK gratulieren. Die Highlights aus 20 Jahren Entwicklungsagentur werden in einem Kurzfilm eindrucksvoll präsentiert. Das Erfolgsrezept der ERK war mal auch sicher die Geschäftsführerin, die es verstanden hat, mit weiblichem Charme alle für sich zu gewinnen, denn so leicht war es nicht. Sie war die erste Frau, die den Geschäftsführern, es hat ja einige vorher gegeben, gefolgt ist. Also es ist unheimlich, was die Frau Sabrina alles macht. Es ist unheimlich, weil zum Beispiel, wir haben gerade die Verhandlungen in Wolfsberg geführt. Sie geht auf Urlaub, nimmt den Laptop mit, sitzt am Strand mit dem Laptop und wir kommunizieren. Urlaubsflair mit Palmen gibt es auch bei einem Meet and Greet mit der Band Vanilla Brownies und Gelegenheit, dem Geburtstagskind ERK zum Jubiläum zu gratulieren. Ja, zum Ersten, sie ist großjährig geworden und wird aus dem Teenageralter jetzt in eine nachhaltige, hoffentlich, Organisation herauskommen, wo wir in der Zukunft gleich erfolgreiche Projekte erhalten können. Da lassen sich die Vanilla Brownies zu einem weiteren Geburtstagsständchen hinreißen.